So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic, kommentiert von Ramsky Rata und... dem Matt von Max. Genau, der sich da gerade frech ins Bild geschummelt hat. Ich wollte eigentlich schon wieder ein episches Intro machen, aber hat nicht sein sollen. Er hat nicht sollen sein, ne? Dafür ist mein Gefährte gestorben. Nein! What happened? Keine Ahnung, ich glaube, der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen, echt? Ich glaube, ja. Ciao, Kaizen! Na gut. So viel dazu, hier eine ernsthafte, organisatorisch einwandfreie Folge hinzukriegen. Wird nix. Aber dafür sind wir auch nicht bekannt und dafür schauen uns die Leute, glaube ich, auch nicht zu. Nee. Deswegen, lass uns einfach loslegen. Damit wir hier mal ein bisschen Action bekommen und ja, was fertig kriegen. Wir haben nämlich eine neue Fähigkeit. Ja, super. Wir haben hier trotzdem noch ein paar Aufgaben. Ja, ja. Was hast du für eine Fähigkeit? Der greift dich jetzt hier nicht an, wenn du ihn nicht angreifst. Okay, das ich als bekennender Pazifist mag das. Dann lassen wir ihn einfach da sein und Frieden. Hey, sag mal! Oh Junge, ich dachte in Frieden lassen, nicht in Frieden ummöbeln. Ja. Achso, Entschuldigung. Ja gut, das nächste Mal wird's dann besser, ne? Aber um ehrlich zu sein, will ich auch gar nicht mich jetzt hier so in 1400 kleine Scharmützel rein bewegen lassen und verwickelt werden. Dann kommt man ja wieder zu nichts. Deswegen umgehen wir die ganzen Justikare mal hier. Und machen uns auf zu unserem eigenen Questziel. Genau, wir sollten ja für diese Kinder was tun, was wir, glaube ich, auch schon gemacht haben. Naja, den Bruder da befreien. Dein Bruder ist frei. Er sagt, er wird dich finden, sobald es sicher ist. Wirklich? Justikare haben gesagt, er wäre getötet worden. Aber er lebt? Echt? Danke, danke! Ihr seid meine zweitliebste Person auf der ganzen Welt. Das ist süß. Ich wäre voll dafür, dass man einen SV-Talk-Händler kriegen kann. Wäre bestimmt lustig. Das müsste aber... oder adoptieren kann, das wäre auch gut, weil es gibt ja auch Romanzenmöglichkeiten, die nicht zur selben Spezies gehören. Mhm. Warte mal, wir sind nicht falsch abgebogen. Das ist nach unten, ja. Ja. Weil über die Hüttenstadt kommen wir nämlich auch zum Jedi-Tempel. Okay, du bist gerade zu nah an den Viechern, an den Justikaren vorbeigefahren. Ja. Ach ja, und liebe Leute, ich muss mich noch entschuldigen für den... Es war kein Mikrofon-Fuster, es war ein... Ich komme mit der Hand an den Mikrofon-Arm. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass ich jetzt, wenn ich ein Headset aufhab, darauf aufpassen muss, dass ich einwandfreien Ton kriege. Ja, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Das ist einer Sache geschuldet, und zwar bin ich umgezogen. Und dass auch so wenig Folgen in letzter Zeit gekommen sind, ist einer weiteren Sache geschuldet, und zwar, dass ich jetzt Internetgeschwindigkeiten habe, die jenseits von Gut und Böse sind. Derzeit 1 Mbit pro Sekunde. Das ist nicht sehr schön. Und das ist halt der Grund, warum ich in letzter Zeit so wenig hochgeladen habe. Ich versucht das Ganze jetzt ein bisschen besser hinzukriegen, indem ich die Folgen wieder kürzer mache, sodass ein Upload dann nicht 10 Stunden dauert. So, am Gespräch beteiligen. Die Akten vom Raumhafen der Justikare. Das sollte alles sein, was ihr braucht. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Diese Akten werden beweisen, dass die Justikare fremde Ausrüstung bekommen. Ich werde sie dem Hauptquartier übermitteln. Daran werden sie eine Weile zu knabbern haben. Vielen Dank. Ich habe immer noch nicht mein Outfit zusammengestellt, fällt mir dabei ein. Wie sieht es denn derzeit aus? Ja, ich trage halt die Sachen, die irgendwie am besten sind von den Werten her. Wie sagt man doch so schön, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. In dem Fall, du hast mich angekleidet und selbst bist auf der Strecke geblieben. Naja, ne? Unfair. Wir rennen schon wieder falsch, Max. Nö, hier doch unten. Repariere die Greek-Konsole und Ach so, gut, dann können wir das auch erst zuerst machen. Ich dachte, wir machen erst die Helden 2, da waren wir gerade. Die müsstest du mir sogar teilen. Stimmt. Die hab ich nämlich nicht. Deine Republik? Ja. Ja. Ich nehme jetzt alle. Dass die Questziele so violett leuchtend und super attraktiv sind, ist das, weil es eine Hauptmission ist? Die Hauptmission... Ja, die Hauptmission und die Planetenstory, die sind violett. Ah, gut.
Werd fertig. Die internen Peilsender verraten mir, dass sie mir die Optimierungslösung bringen. Ich registriere außerdem ein Hilfsgesuch der Agnor Zweifußschweine. Seltsam. Bitte was? Ach, die Hässlinge, die Agnord werden die gesprochen. Ich habe bisher immer Ungnaut gesagt. Ja, aber Zweifußschweine trifft's. Immer Ungnaut. Du solltest mal einen Blick auf dieses Datenpad werfen. Die Agnord Zweifußschweine wissen meine Arbeit zu schätzen und bewundern meine Fähigkeiten. Welch unerwartete Anerkennung. Dank der zurückerlangten Optimierungslösung läuft Coruscants Müllverarbeitung wieder. Die Verbreitung von Dreck, Krankheiten und Giften geht zurück. Die Seuche ist abgewendet. Die violette Parallele ist wiederhergestellt. Die schwarze Winkelhalbierende. Sehr schön. Ihre Hilfe wird benötigt. Ich bin Inika, eine Forschungseinheit. Bitte fragen Sie einfach nach, wenn sich Ihr Verständnis ins Weiße verschiebt. Ich bemühe mich um einfache Worte für ein besseres Verständnis. Ja, danke dir. Ich weiß deine Mühen zu schätzen. Gewiss. Coruscants Energie kommt aus der Hüttenstadt. Die Dunkelheit kommt aus der Hüttenstadt. Die Senatoren und Händler von Coruscant sind blind. Die Energieverdunklung muss aufhören. Energieverdunklung? Du sprichst von Stromausfällen? Ja, vielleicht verstehen wir uns ja doch. Die Hüttenstadt befindet sich auf den untersten Ebenen von Coruscant. Dort gebären die Generatoren der Gree Elektronen zum Verzehr durch die Maschinen. Aber bösartige Druiden durchtrennen die Energieleitungen und verschieben ihre Funktion ins Gelbe. Die bösen Druiden müssen aufhören und die Leitungen wieder repariert werden. Max, klickst du mal? Warum durchtrennen die bösartigen Druiden die Energieleitungen? Alle Druiden in der Hüttenstadt wurden beim Angriff des Imperiums beschädigt. Nun sind sie verdorben. Ich kenne die Energieleitungen und weiß, wo wir sie violett verschieben müssen. Mit den eingepflanzten Informationen und unserer Werkzeugkugel-Reparaturmutter in ihren Händen können sie die Reparatur durchführen. Klingt das machbar? Sicher, warum nicht? Klingt machbar für mich. Hervorragend. Rote Tangenten umgeben uns. Sie werden es schaffen, schwarze Winkelhalbierende. So, du schwarze Winkelhalbierende, dann wollen wir mal loslegen, ne? Ich wollte gerade fragen, soll ich wieder das Green-Wörterbuch rausholen? Ja, klar, gerne. Ich wollte eigentlich gerade noch während des Gesprächs sagen, ein Glück, dass das Ganze schon länger her ist und ich mich nicht mehr erinnere, was das alles heißt, aber das hätte sich damit jetzt auch erledigt. Sag mal, du, während wir hier unendlich Gegner schnetzeln, ja, magst du dann mal eins der Themen ansprechen, was unter den Videos hervorgebracht wurde, was wir mal besprechen sollen? Mhm. Max hat sich den nämlich heute extra nochmal angeguckt. Oh ja, alle Folgen übrigens. Hat ein bisschen gedauert. Die neueste Frage war auf jeden Fall, wir könnten ja was zur Geschichte der Republik erzählen, besonders da wir ja hier auf Coruscant sind, der Hauptstadt der Galaktischen Republik. Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, finde ich. Wobei ich da ehrlich gesagt gestehen muss, ich bin da nicht der beste Ansprechpartner für. Dito, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil die Republik existiert ja schon seit Ewigkeiten, also seit, ich glaube, 20.000 Jahren und länger. Ja. Und meine Kenntnisse der galaktischen Happenings fangen, um ehrlich zu sein, kurz vor KOTOR 1 an, also ca. 4.000 Jahre vor den Filmen. Lass uns mal kurz die Quest hier annehmen, dann können wir darüber weiterreden. Gut. Mehr Quests, yay! Willkommen in den geweihten Gängen der großen Hüttenstadt. Oh, quatsch mir nicht den Kopf zu, du Eierbirne. Osuris, der Chef. Tentakelkopf, wenn ich bin da. Wurmkopf. Den wahren Herrschern von Coruscant. Ja, wir sind immer so unfreundlich wie möglich vor so einem Spinner. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Osuris. Es tut immer gut, andere biologische Untertanen hier unten zu sehen. Diese Maschinen sind die lebenswichtigen Organe. Paranoider Irrer. Ich muss mir diesen Irrsinn nicht anhören. Selbst wenn euer Leben in Gefahr ist, ihr müsst verstehen. Einer der stationären Thermoschub erleidet große Schmerzen. Er schmilzt, doch die Mobilen lassen mich ihm nicht helfen. Wenn er stirbt,
sterben tausende Biologische an der Oberfläche mit ihm. Seine Energie wird freigesetzt. Na gut, der mag zwar ein Spinner sein, aber vielleicht ist er auf ein wichtiges Problem gestoßen. Also... Meint ihr eine Art Explosion? Ein Strahlungsleck? Beides. Thermoschub stirbt einen zornigen Tod. Ihr seid auch nur biologisch, aber könntet ihr mir vielleicht helfen, Thermoschub zu retten? Ihr müsstet die Kontrollventile an seinem Stahlskelett lösen. Tut das und alles rückt wieder ins Lot. Max, antworte du das mal, der ist mir zu verrückt. Okay. Er ist doch übergeschnappt, ey. Thermoschub? Sag mal. Was immer ich tun kann, um den Frieden hier wiederherzustellen. Es wird die Mobilen nicht besänftigen, aber es wird schrecklichen Schaden verhindern. Thermoschub lebt tiefer in der Hüttenstadt. Ihr werdet ihn gleich erkennen. Er ist ein atemberaubender Anblick. Ich musste eben einen kleinen Schnitt setzen, aus aufnahmetechnischen und schnitttechnischen Gründen. Max hat noch eben gesagt, dass in die Hüttenstadt wirklich so die Slums der von Coruscant sind. Also im Prinzip leicht erinnernd an die Slums auch auf Taris aus KOTOR 1. Genau. Und KOTOR 1 bringt uns auch wieder zu dem Punkt, was wir vorher besprochen haben. Und zwar, ja, die Geschichte der Republik erstreckt sich halt so lange zurück, dass sie eigentlich schon weit vor meiner Expertise und auch weit vor Maxens Expertise beginnt. Na, ich weiß auf jeden Fall, dass vor der Republik die Hutten die größte galaktische Macht wohl waren, sich allerdings dann die Republik entwickelt hat aus einem Bündnis von Coruscant, Alderaan und ich meine Corell, ja. Könnte sein, dass da noch mehr Planeten hinzugekommen sind. Das, also Corellia klingt sehr wahrscheinlich. Also von den Gründungsplaneten weiß ich, sind auf jeden Fall die drei mit dabei. Es kann auch sein, dass es Carida und oder Kuat waren. Kuat ist auch wahrscheinlich. Carida würde ich eher nicht sagen. Weil nicht alle Kernwelten sind natürlich gleichzeitig Gründungsmitglieder. Nee, das nicht. Aber ich meine auch, dass Carida eigentlich dazu zählt. Aber wie gesagt, da ist jetzt so mehr Halbwissen. Und die Republik sich sehr, sehr schnell entwickelt hat. Nicht zuletzt auch dank der Rakata-Technologie. Und letztendlich kam es dann auch zum großen Gefecht zwischen dem Huttenkartell, damals noch dem Hutten-Imperium, und der Republik. Und die Republik hat dank der Hilfe der Jedi gewonnen. Und die Hutten haben sich niemals davon wirklich erholt. Und seitdem regiert die Republik halt in der Galaxis. Ist die bestimmende Macht im Prinzip. Und wird als solche natürlich auch oft immer wieder herausgefordert von Imperien, Einzelpersonen und allen voran natürlich auch den Sith. Ist die Frage, was man jetzt als vorherrschende Macht sehen möchte, oder? Weil, also klar, in den Kernwelten ist es die Republik ganz klar. Auch alles drumherum, also irgendwie ist halt schon fast jedes System, egal ob es unabhängig ist oder nicht, auf die Republik so ein bisschen angewiesen. Ne? Also ist halt schon extremes Macht. Diese Vorherrschaft wurde halt von den verschiedensten Gruppierungen in der Geschichte der Republik angegriffen. Die Sith sind da nur eine, Mandalorianer die eine weitere. Fallen dir noch ein paar gute ein? Grad zum Beispiel. Die Yuuzhan Vong, später dann natürlich. Ja, bei der neuen Republik dann, ja. Genau, genau. Dann das Imperium am Anfang. Hat das Imperium das Galaktische Imperium, beziehungsweise... Als das Galaktische Imperium groß war, war ja die Republik nicht mehr existent. Aber dann, als die neue Republik gegründet wurde, da ist ja das alte Galaktische Imperium im Prinzip nicht mehr das gewesen, was es mal war, sondern im Prinzip die imperialen Hinterbliebenen und die imperialen Restwelten. Das ist etwas, was ich beim neuen Kanon in Disney nicht so ganz nachvollziehen kann, weil man darf sich wirklich das Galaktische Imperium so ein bisschen wie das römische Imperium in unserer Welt halt ein bisschen vergleichen. Und ja, man mag es halt für gut oder schlecht finden, das Imperium, aber es hat dennoch eine Riesengröße gehabt. Es hat halt sehr viel an Wohlstand und auch an militärischer Macht gehabt.
Und wenn halt mal, dann, ich sag mal, der Oberanführer von so einem Regime stirbt, dann zerfällt das nicht alles so sofort von mir nichts auf dir nichts. Sondern da beginnen dann halt diese internen Streitigkeiten und es kommt halt auch zu Bürgerkriegen. Stimme ich dir zu, allerdings habe ich eine Bitte. Lass uns da den Disney-Kanon und ich wurde ja auch schon oft gefragt, was ich zu Episode 7 halte und wie ich das Ganze bewerten würde. Und das ist halt nicht ein alleinstehendes Thema. Max und ich, wir haben da privat schon extrem lange drüber debattiert. Also wirklich Stunden und Stunden und das an mehreren Tagen. Und sind eigentlich zu dem gemeinsamen Schluss gekommen, dass wir das Ganze einteilen in Star Wars und in Disney-Kanon. Ja. Das ist jetzt mal die Kurzfassung. Und zu Disney-Kanon gehören dann halt auch so Sachen wie Rebels und all sowas. Allerdings würde ich darum jetzt nicht gerne reden. Darüber jetzt nicht gerne reden. Nee, das war jetzt so meinerseits halt nur ein Vergleich, weil dort ist es ja halt das, das First Order, ich kenne jetzt den englischen Begriff, halt die Macht übernimmt und... Die Erste Ordnung. Genau, Erste Ordnung. Und im alten, also in Star Wars Kanon, wie nennen wir das hier? Na, in Star Wars. In echten Star Wars. In echten Star Wars. Ist es ja so, dass sich viele, ja, Warlords im Imperium gebildet haben, ja, die immer um die Herrschaft gekämpft haben. Die bedeutendste, direkt nach dem Tod von Imperator Palpatine, war zum Beispiel halt Isaen Izzard, die Chefin des imperialen Geheimdienstes. Aber nur, um das jetzt mal kurz abzuschließen, ich wurde das schon ewig gefragt und ich habe mich lange vor dieser Frage der Bewertung des neuen Films und des Disney-Kanons gedrückt, weil ich da doch eine Meinung habe, die die Allgemeinheit und viele einfach casual Star Wars Fans nicht teilen werden. Aber ich finde, wenn euch das interessiert, habt ihr auch ein Recht dazu, das zu erfahren, oder zumindest berechtigtes Interesse. Und habe mich also final dazu entschieden, das Thema doch mal anzuschneiden. Allerdings ist das ein so komplexes Thema, dass ich das gerne für eine komplette für den kompletten Lore-Teil einer ganzen eigenständigen Folge hätte. Und lasst uns jetzt erstmal bei der Geschichte der Republik bleiben. Naja, machen wir dann eine Diskussionsrunde. Genau. Ich wollte nur noch halt sagen, so zerfällt halt ein Imperium. Also es wird halt kleiner, indem es sich immer wieder um neuen Anführer bemüht. Ne? Und so ist halt letztendlich auch das Imperium immer halt auseinandergegangen. Und haben eigentlich das Imperium der Hand, hat das mal offen gegen die Republik gestanden? Das ist ein ganz, ganz komisches Thema. Ich weiß, dass Luke Skywalker und Mara Jade mal sogar das Imperium Jade. Der Hand besucht. Mara Jade, Mara Jade, gut. Ich weiß nicht warum, das hat sich so eingebürgert bei mir irgendwie, aber... Ja, Dito, ich sag auch immer Admiral Pellaeon. Ja, aber alles ist besser als hier in SWTOR. Da gibt's einen Synchronsprecher, der sagt nicht die Sith, sondern der sagt die Sith. Also. Vielleicht spielt er ja damit an, auf die Sith zu KOTOR 1 Zeit auf Korriban, die sich öfters mal in der Kantina betrunken haben, deswegen die Sith. Ja, die betrunkenen Sith sind die Sith, ja, genau. Die Sith sind im Sith. Um nochmal aufs Imperium der Hand zurückzukommen. Ja. Es wurde halt von der Neuen Republik befürchtet, dass sich dieses Imperium dem galaktischen Imperium anschließen könnte, was halt nochmal für ein ordentlich Strapazen gesorgt hätte. Allerdings war es nie wirklich aktiv, das Imperium der Hand. Also es war halt präsent, es sollte halt so eine Art Dämpfer bilden für die Yuuzhan Vong nachher. Aber richtig vorgegangen ist es gegen die Neue Republik nie, nein. Okay, dann können wir den also bei den ganzen Feinden der Republik ausstreichen. Wie sind wir? Magst du mal kurz, was zu... Hier waren wir doch schon mal. Ja, wir müssen hier lang. Magst du mal kurz was zu der Zeit vor KOTOR 1 erzählen? Wie weit davor? In Geschichte, in Sachen Geschichte der Republik, also Exarku und sowas. Nun, die Republik ist damals noch sehr, sehr jung, relativ jung gewesen. Ein großer Grund, warum auch in KOTOR 1 die sehr anfällig waren für die ganze Revan- und Malak-Geschichte, war, dass 40 Jahre zuvor der Exakun-Krieg begonnen hat. Und der ist letztendlich nicht auch deswegen entstanden, weil sich zum Beispiel Planeten wie Onderon neu der Republik angeschlossen haben. Gerade Onderon hat halt eine sehr, ich sag mal, dunkle Vergangenheit. Und
es gibt halt auch so eine, wie zum Beispiel die Krat damals, die sich denen angeschlossen haben. Also allgemein kann man behaupten, dass die Republik in der großen Fläche der Galaxis nie viel, wie nenne ich das jetzt, Begeisterung entgegengebracht worden ist. Weil je weiter man sich von den Kernwelten entfernt ist, umso unbeliebter wird eigentlich die Republik. Und seit dem Exakun-Krieg hat man halt auch gesehen, dass die Republik sehr, sehr instabil ist. Allein schon der erste richtige Krieg gegen das Sith-Imperium bei Nagasato hat schon gezeigt, dass die Republik eigentlich in einem richtigen Militärfeldzug wirklich öfters schon hätte erobert werden können, beziehungsweise komplett ausgelöscht werden könnte. Und jeder, der, denke ich mal, Knights of the Old Republic 2 gespielt hat, und da wirst du mir auch sicherlich zustimmen können, da befasst man sich ja damit, wie instabil doch so eine Republik sein kann. Vor allen Dingen Goto. Ja, Goto hat halt die Aufgabe gehabt, ne, die Republik um jeden Preis halt zu sichern. Ach ja, und auch was auch viele Leute nicht wissen, was ich auch erst bis vor kurzem noch gesagt, ne? dachte, ist, dass Goto ja nicht dieser Kerl mit dem... Hat der einen lustigen Schnurrbart? Ich glaube, der hatte einen lustigen Schnurrbart. Mhm. Ist der von dem GOTO-Droiden projiziert wurde. Sondern, dass Goto halt wirklich der Droide ist. Das ist der... Goto ist eine künstliche Intelligenz, die die Republik erhalten soll. Genau, das ist der die erste Droiden-KI, die nach Telos geschickt worden ist. Die sich allerdings dann selbstständig gemacht hat. Na, aber sie hat trotzdem Gutes getan, zumindest. Sort of. Ja, naja, er hat halt die Aufgabe erhalten, die Republik um jeden Preis zu retten vom Zusammenfall. Und seiner Erklärung nach empfand er das halt als unmöglich, indem er sich an die Regeln der Republik hält. Und hat nicht deswegen zuletzt auch sich die Exchange zu Untertanen gemacht. Ja. Hm. Und dann kam ja die Zeit Revan und Malak, wo Revan im Prinzip nach... Ach, nein, stopp, falsch. Kommando zurück. Erst kommen die Mandalorianischen Kriege. Mhm. Und nach dem neuen Kanon heißt es ja, dass Mandalore der Ultimative, ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ja, ja, unter dem Einfluss des Sith-Imperators hier aus Esvitor stand. Eigentlich bin ich da auch nicht so glücklich drüber, weil die Mandalorianer kamen, die damaligen Mandalorianer, wir hatten ja das Thema der verschiedenen Gruppierungen zwischen den Mandos schon mal, die damaligen Mandalorianer wären auch so auf die Idee gekommen, die Republik mal anzugreifen. Und so war es ja ursprünglich, im ursprünglichen Kanon auch. Will ich sagen, weil allein schon im Exakun-Krieg beispielsweise haben ja die Mandalorianer auch als die Crusaders teilgenommen, um gegen die Republik zu kämpfen. Mhm. Und ganz ehrlich, also ich will mich da natürlich jetzt nicht mit den moderneren Mandalorianern vergleichen, aber ich meine mal auch, dass es da so eine Art von Hass oder unterdrückten Hass dann von den Mandalorianern durchaus gegeben hat. Na klar, ja. Deswegen sie dann halt nur zu gerne nochmal gegen die Republik gekämpft haben. Jedenfalls, egal wie man jetzt seinen persönlichen Kanon da führt, was nun Auslöser für die Mandalorianischen Kriege waren, so hat Mandalore der Ultimative... Nein, Moment! Mir ist gerade was aufgefallen. Sorry Leute, ich muss das gerade nochmal ein bisschen ausrollen. Und zwar... Der alte Kanon war ja, dass Mandalore der Ultimative einfach die Republik angegriffen hat, mehr oder weniger. Mhm. Um sie zu unterwerfen, um die Kriegerstärke der Mandalorianer zu testen. Nach dem neuen Kanon, aber schon im alten Kanon, gab es gewisse Leute, Mandalorianer, die das sehr seltsam fanden und die Nachforschung angestellt haben. Und rausfinden wollten, was nun dahinter steckt, warum auf einmal jetzt die Republik angegriffen wird von Mandalore dem Ultimativen. Und da passt natürlich jetzt auch der neue Kanon rein, dass Mandalore der Ultimative unter dem Einfluss des Imperators gestanden hat. Ist dir das mal aufgefallen? Naja, wobei definier Einfluss, das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mir dabei stelle. Jedenfalls, egal wie man jetzt die Gründe dafür sieht, so haben die Mandalorianer ja die Republik angegriffen und das für die Republik und auch für viele Mandalorianer sehr plötzlich. Sie haben sich dann halt von den Randwelten, erst vom äußeren Rand und dann auch in den mittleren Rand vorgearbeitet und im Prinzip Welt um Welt auch mit teilweise extrem brutalen Techniken, die ich auch nicht gut heiße, unterworfen.
Und die Republik war da größten lange Zeit lang extrem schutzlos gegen. Und einer dieser, der Mandalorianer, die diesen auf einmal aufkeimende Kriegslust sehr kryptisch und skeptisch gegenüberstanden, war Roland Dyer. Geschrieben R-O-H-L-A-N, glaube ich, und D-Y-R-E. Dessen Rüstung kann man übrigens für ein SV-Tor bekommen. Genau. Das war ein Mandalorianer, der den Beinamen Roland der Fragensteller hatte. Weil er eben seinen Job gemacht hat, aber er ist nach jeder Mission, also zumindest nach vielen Missionen, desertiert, um rauszufinden, was hinter dem ganzen Zeug steckt. Und deswegen war er natürlich kein Freund von Mandalor dem Ultimativen, der ihn dann letztendlich mundtot machen wollte, das aber auch nicht geschafft hat. Fun Fact, es gab jemanden, während den Mandalorianischen Kriegen gab es einen mandalorianischen Wissenschaftler, der hieß Demagol oder auch D'Magol. Und das heißt, das ist Mandoa für Bildner des Fleisches, gleichzeitig aber auch für Fleischer. Es war nämlich jemand, der Jedi untersucht hat und den Jedi ihre Stärke rauben wollte und auf sich selbst anwenden wollte. Und dieser Roland dieser Demagol hat für eine Zeit lang Roland überwältigt und sich seine Rüstung geklaut und ist eine Zeit lang als Roland selbst aufgetreten, bis der Schwindel im Prinzip aufgedeckt werden sollte, werden konnte. Roland hat ihn dann letztendlich erledigt und seine Rüstung sich wiedergenommen. Wobei ich sagen muss, als ich das damals in den Comics gelesen habe, ich fand das irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also das war so ein Teil, ist nicht schlechtes Storywriting, finde ich halt persönlich, aber gut. Oh, wie man das noch immer sieht, ist halt so. Ja, ja. Und ein weiterer wichtiger Jedi, gerade zu den Anfangsteilen der Mandalorianischen Kriege, eigentlich nicht für den Verlauf der Kriege, aber aus seiner Perspektive wurde halt vieles davon erzählt, ist Zane Carrick. Ein gescheiterter Jedi-Schüler, der von seinen Lehrern auf Taris vernichtet werden wollte, weil sie eine Vision hatten und die sie so interpretiert haben, dass einer ihrer Schüler die sie selbst vernichten wird. Naja, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie auf jeden Fall einen Sith-Lord in einer... Nee. Sie haben einen roten Raumanzug gesehen. Jein, sie hatten eine Vision, in der sahen sie, dass es ein Sith-Lord wieder zurückkehren würde in einer in einen Raumanzug. Und den einzigen, den sie da dann halt gesehen hatten, war wohl der von dem von ihren Schülern, ne? Sie dachten, es wäre ein Sith-Lord. Es wäre ein Sith-Lord, der sie alle auslöscht. Und sie hatten die Mission, diese Vision, während sie auf einer Trainingsmission mit ihren Schülern waren. Und der Sith-Lord hatte halt dieselben Raumanzüge an wie ihre Schüler. Und deswegen dachten sie, einer ihrer Schüler wird sie vernichten. Und haben deswegen alle Schüler ausgeschaltet. Nur Zane Carrick ist halt davongekommen. Und ihm haben sie dann die anderen Morde angehängt, deswegen musste er fliehen und er hat im Prinzip als grauer Jedi im Verborgenen geholfen und den Menschen geholfen. Grauer Jedi. Zane Carrick wird als grauer Jedi geführt. Nicht, ehrlich gesagt, nicht so ganz, aber okay. Graue Jedi sind Jedi, die nicht dem Orden angehören. Jein, manche von denen gehören schon durchaus dem Orden an, wie Qui-Gon Jinn zum Beispiel. Haben aber mit dem Rat wiedergehende Streitigkeiten. Naja, sind halt so ein bisschen eher unabhängiger, aber ich finde halt Zane Carrick, das ist mir so der... Der hat zwar eine Jedi-Ausbildung und trägt auch ein Lichtschwert etc., gehört aber eigentlich nicht mehr so richtig dem Orden an. Das stimmt, er wurde ja im Prinzip auch vom Orden verstoßen. Und sollte halt nicht mehr dem Orden angehören, weil seine Meister ihm halt den Mord angehängt haben. Später wurde, als dann die ganze Geschichte rauskam, weil solche Sachen kommen natürlich immer raus, besonders in Fantasy-Geschichten, und da wurde dieses Urteil dann auch widerrufen und Zane Carrick wurde angeboten, wieder Teil des Jedi-Ordens zu sein, aber er hat abgelehnt. Sag mal, musst du hier noch irgendwas machen? Ich hab keine Ahnung, ich folge dir einfach. Löse das Steuerventil T noch was. Ja, das musstest du denn hier, das ist irgendeins von denen hier noch. Und genau, so viel zu Zane Carrick. Und dann ist natürlich während der Mandalorianischen Krieger noch ein weiterer Jedi sehr hervorgestoßen. Und dieser Jedi hieß Revan. Revan und Malak haben sich
ja, nicht ganz vom Jedi-Orden losgesagt, aber haben den Jedi-Orden im Prinzip den offiziellen Anweisungen des Jedi-Ordens, die ja besagt haben, dass sie sich aus dem Krieg raushalten sollen, den Rücken gekehrt, haben sich in den Krieg eingemischt und somit das Blatt im Prinzip zugunsten der Republik gedreht. Und danach sind sie verschwunden in die unbekannten Regionen, wo Revan auf den Sith-Imperator gestoßen ist, der auch hier in Esvitor der Hauptbösewicht ist. Und der hat Revan im Prinzip kurz gesagt zum Sith gemacht und hat ihn gegen die Republik geschickt, um die Republik zu testen und die Stärke der Republik zu testen. Wie das Ganze dann ausgegangen ist, das wissen wir. Revan wurde von Bastila besiegt, bewusstlos und mit Brain... Ja, du willst was sagen? Also, wie gesagt, Bastila und Revan haben eigentlich nicht miteinander gekämpft, ne? Ja, nicht wirklich. Stimmt, hast recht. Um ehrlich zu sein, verdankt sogar Revan Bastila sein Leben, denn sie war es einmal auch, die ihn auf der Brücke mit Machtschub weggedrückt hat. Dazu müssen wir erstmal sagen, wie Revan denn überhaupt denn letztendlich, ja, gefallen ist und bewusstlos wurde. Malak hat auf ihn geschossen. Natur der Sith, Verrat und all sowas. Der Schüler hat sich gegen den Meister gewandt. Malak hat auf Revans Brücke gefeuert, als Bastila gerade da war, und Revan wurde bewusstlos und hat Bastila hat ihn dann im Prinzip gerettet. Revan wurde gebrainwashed und als einfacher Soldat in die Republik-Truppen eingeschleust, wo er dann auch bei einem schicksalhaften Angriff auf die Ender Spire zugegen war. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schon sagt. Genau. Aber wir müssen es ja jetzt doch noch erzählen, für Leute, die erst die Kota 1 nicht kennen. Revan trifft dann halt auch Bastila, wird wieder zum Jedi, lernt, dass er Revan war und besiegt Malak. Das ist die Kurzfassung. Willst du nicht lieber sagen, die können sich dann einfach dein Kota 1 Let's Play angucken? Stimmt, guckt euch meinen Kota 1 Let's Play an. Das ist mein erstes Projekt, es ist ziemlich gut, es ist ziemlich beliebt. Am Anfang ist es noch ein bisschen komisch, weil es waren halt meine ersten Gehversuche in der Let's Play-Welt, aber es wird dann schnell besser. Ja, wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass Bastila Revan mit der Brücke damals beim Verrat Machtschub weggedrückt hat, weswegen der auch nicht bei der Explosion draufgegangen ist schon mal. Das war schon mal so die erste Aktion. Was wollte ich denn noch? Da war noch irgendwas. Was hattest du da noch gesagt? Ist egal. Im Groben stimmt. Ach ja, genau. Jetzt wird wieder an mir rumgemeckert. Nein, nicht an dir. Nee, ich will nur noch was hinzufügen. Und zwar, der Grund, warum sich Malak gegen Revan gewandt hat, ist der. Denn kurz bevor dieser Verrat stattgefunden hat, hat Malak Revan wirklich zum Lichtschwertduell herausgefordert. Und der Grund, warum Malak diese Prothese, diese Kindprothese hat, ist der, dass Revan kurzerhand in diesem Duell Malak so sehr verletzt hat, dass er diese Prothese bedarf. Du kannst ruhig sagen, er hat ihm das Unterkinn abgesäbelt. Ja, quasi schon. Und das in einem sehr, sehr kurzen Duell. Also so, wie ich das mal aufgefasst habe, war das sogar sehr, sehr demütigend für Malak. Naja. Das passt irgendwie auch zu Revan, ne? Naja, das war ein unnötiger Verrat halt auch, ne? Komm, lass weiter, lass den da stehen. Genau. Dann ist eine Zeit, die ich persönlich nicht so gut mich auskenne und auch selbst noch verwirrend finde. Und zwar die Zeit von KOTOR 1 bis KOTOR 2. Max, bitte erleuchte unsere Zuschauer. Es geht eigentlich nur darum, das ist wieder das gleiche Thema wie mit dem Galaktischen Imperium. Revan hat theoretisch eigentlich die Republik besiegt. Da kann man noch so viel drüber fantasieren. Die Republik war am Ende. Ja. Und darum geht es halt in der Zeit zwischen KOTOR 1 und KOTOR 2. Revan hat die bekannte Galaxis wieder verlassen. Die Republik ist... Weil er eine Vision hatte. Genau, von Dromund Kaas. Ja, genau. Und jetzt des Sith-Imperiums. Wirtschaftlich war die Republik einfach am Ende. Und für die Jedi wurde es jetzt halt gerade schwierig, denn die Überbleibsel von Revans und Malaks Armadern, oder Armeen besser gesagt, haben sich untereinander auch wieder bekämpft, bis schließlich drei große Sith-Lords hervorgetreten sind. Und einer, beziehungsweise alle drei, haben natürlich die Jedi gejagt, aber einer hat es halt geschafft, ein so riesen Loch in die Jedi reinzuhauen, dass viele wirklich lieber gesagt haben, okay, wir treten gar nicht mehr in der Galaxis auf, denn ja, der Krieg heißt nicht ohne Grund Jedi-Bürgerkrieg, weswegen auch selbst die Leute in der Republik nicht begeistert waren von den Jedi.
Und ohne die Jedi, und das ist halt das auch, was die Republik ausmacht, kann die Republik nicht bestehen. Weil sie selber nicht in der Lage ist, einfach mehr. Sie ist territorial so weit ausgedehnt und teilweise auch durch ihre eigenen Regeln und den Senat so sehr verstrickt, dass es wirklich die Jedi öfters schon bedarf, um überhaupt die Republik zu halten. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber jetzt stellt euch mal vor, jetzt die Republik ist quasi am Ende, sie kann sich selbst nicht mehr halten. Gleichzeitig gibt es die Überbleibsel von den Sith, beziehungsweise von Revans und Malaks Armeen, die halt weiterhin daran arbeiten, sie zu destabilisieren. Darum geht's halt eigentlich in der Zeit zwischen KOTOR 1 und KOTOR 2, ne? Damit befestigt sich halt dann KOTOR 2 auch extrem, indem ihr halt wieder versuchen müsst, die Republik zu stabilisieren oder, wenn ihr möchtet, auch sie endgültig ins Aus zu kicken. Genau, und dann aber so oder so endet es ja damit, Kanon, also unser Kanon, ist ja, dass die Republik wieder stabilisiert wird durch die Ausgestoßenen. Oder muss ich... Wie ist sie doch gleich? Mitra Zurich? Genau, Mitra Zurich. Jedi Exile auch genannt. Die Verbannte. Die Ausgestoßene. Doppelnamen und Mehrfachnamen sind in Star Wars offensichtlich sehr beliebt. Ja. Wobei ich sagen muss, das ist auch eigentlich ganz gut so. Aber dazu ich später. Ich habe eure Rückkehr erwartet. Ach komm, den können wir skippen, oder? Ja, ich skippe hier schon fröhlich. Ich hörte, wie sie... Ich habe die Ventile geschlossen. Aber es ist eine Maschine. Sie lebt nicht. Thermoschub ist lebendiger. Die Maschinen haben mir viele... Darauf solltet ihr besser hoffen. Ich muss gelobt. Ach, Spinner. whatever. Du wolltest weitererzählen. Ja, ich wollte nur sagen, ich finde das Ende, dass in KOTOR 2 eigentlich die Republik stabilisiert wird, ob man jetzt einen Helden oder einen dunklen Jedi spielt, eigentlich ganz gut, denn so viele Macken und Fehler die Republik auch hat, muss man sagen, ich ziehe sie dem nichts eindeutig vor, weil, wie wir schon gesagt haben, die Republik ist eine riesige Machtbasis in der Galaxis, ne? Und wenn da halt nicht ein anderes Regime mit ähnlicher Kraft eintreten kann, dann gibt es einen riesen Machtvakuum einfach, das gefüllt werden möchte. Und das ergibt immer Chaos. Und das ist ein Krieg an jeglichen, auf jeglichen Welten, das kann man sich gar nicht mal so richtig vorstellen. Von daher lieber ein System haben, was man durchaus verbessern könnte, als gar keins zu haben. Genau. Das ist also meine Meinung. Jedenfalls dann kommt ja die Geschichte von, diesem Spiel hier, Star Wars The Old Republic. 300 Jahre später, ja. Genau. Die wir jetzt mal nicht erzählen, denn das wäre ja dann Spoiler in diesem Let's Play. hier lang. Wo? Wo fahre ich eigentlich? Hier. Und dann ist, dann kommt eine ganz lange Zeit lang keine Geschichten mehr. Keine bekannten Geschichten. Dann kommt irgendwann, aber die Sith, die sind halt während dieser Zeit immer noch viele. Es gibt viele Sith-Lords, die bekriegen sich immer weiter gegenseitig. Und das führt im Prinzip dazu, dass die Sith irgendwann am Ende sind. Dann gibt es einen Darth Bane. Der ist in gewisser Weise der Reformator der Sith. Und führt halt die Regel der Zwei an. Es gibt einen Schüler und einen Lehrer. Nicht mehr und nicht weniger. Doch welcher wurde vernichtet? Der Schüler oder der Lehrer? Um mal Yoda zu zitieren. Ach nee, es war Mace Windu, oder? Das war Mace Windu, ja. Ah, whatever. Und genau, diese Regel der Zwei hat er für die nächsten ungefähr 2000 Jahre lang Bestand. 2000? 1000, ne? Wann war Bane? Auf jeden Fall über 1000 Jahre. Ja. Hab dunkle Erinnerung in Erinnerung, dass es 2000 waren. Mit Sidious und Lumija hat's aufgehört. Ja. Aber das ist ja dann schon wieder nach den Filmen. Ja. Jedenfalls waren in dieser Zeit die Sith im Verborgenen, haben die Republik im Verborgenen destabilisiert und haben im Verborgenen Stärke gesammelt. Aber bist du das hier? Ja. Ich hab einen HK-Helm auf. Zeig. Nimm den ab, das ist verstörend.
Und während dieser Zeit waren die Jedi halt öffentlich wirklich Beschützer der Republik, sodass es dann, und dann ist es in die klassischen 6 Star Wars Filme reingewachsen, die Geschichte. Die kennt ihr hoffentlich alle. Und wie es danach weitergeht, das werden wir euch aber in der nächsten Folge erzählen. Denn ich habe ja schon angekündigt, ich muss die Folgen jetzt kürzer machen, damit der Upload nicht länger als 12 Stunden dauert. Nein. Doch. Wollen wir noch kurz den Soldaten helfen, die gerade... Sag mal, wer ist denn jetzt gut und wer ist böse? Die hier sind? Böse. So. Bumblebee macht das schon. Wo immer das ist. Genau, dann wollen wir mal die Folge hier beenden. Sonst lasse ich mich wieder hinreißen. Ah, ist natürlich der Gegner. Jetzt sonst lasse ich mich wieder hinreißen, hier noch ewig weiter zu verlabern und vergesst die Zeit. Okay. Gut. Dann, bis dann. Ciao.